Vielen Dank für die anführenden Worte. Matthias hatte mich in dieser Woche nochmal angemeldet, hat gefragt, wie überschreibst du denn deine Predigt? Ja, also was sind wirklich gute Freunde? Ja, wer will das wirklich gut sagen? Das ist so ein wirklich schwieriges Thema. Und ich habe sie verschrieben mit dem ganz komischen Buchtitel, den ich also vor kurzem mal gesehen habe, Die Freunde dem Freund. Das hat mich in der Vorbereitung natürlich magisch angezogen, dieses Buch. Ich habe da auch mal kurz drin geblättert, aber vielleicht später mal etwas dazu. Matthias hatte ja in der Predigt und auch der Steve einiges gesagt. Matthias hat einen Satz gesagt, ich war zwar nicht hier, aber man kann das ja nachhören und das ist manchmal auch ganz praktisch. In Freundschaften muss ich investieren. Ich muss präsent sein, offen sein, ehrlich sein. Und ich werde mich auch immer wieder selbst reflektieren müssen, was für ein Freund ich bin. Die Frage ist nicht, wer könnte mich mögen, sondern wie kann ich andere lieben? Wie kann ich ihnen Freund sein? Dieser Abschluss seiner Predigt, der ging mir schon etwas unter die Haut. Wie kann ich Freund sein? Ich habe einen Artikel im Internet gefunden, da schreibt Wolfgang Krüger, ich kenne den nicht, ja, muss man vielleicht auch nicht kennen, auch wenn der einen Doktortitel hat, ja, der schreibt über Freundschaft, war ein Artikel in der Morgenpost. Und er schreibt unter anderem, wirkliche Herzensfreunde hat man nur ganz wenige. Befragungen zufolge sind es höchstens 3. Und dazu gibt es Nutzen- und Alltagsfreundschaften, die gleichwohl auch wichtig sind wie die anderen. An diesem Artikel schreibt er auch noch einen Abschnitt. Liebe schlägt Freundschaft. Liebe schlägt Freundschaft. Und beschreibt er das, ja, wenn jemand dann frisch verliebt ist, dann sind die Freunde einfach mal für alle weg. Und ich glaube auch ganz, ganz fest, und ich möchte es für mich auch immer wieder fest glauben, der Ehepartner, meine liebste Esther, die ist und kann für mich der beste Freund sein. Das ist, glaube ich, möglich. Ich glaube, diese Freundschaft, die kann niemand anders ersetzen. Ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir freilich Ergänzung von außen brauchen. Ja? Wo wir in bestimmten Bereichen vielleicht auch mal eine Hilfestellung brauchen. Die Freunde dem Freund. Ich komme da nochmal drauf, das macht ja schon auch eine Richtung deutlich. Und ich habe Matthias im Vorfeld zurückgeschrieben, ja, ich würde eigentlich bloß ein Thema machen wollen, wo ich also mehr aus der Bibel was sagen kann, wo ich einen Bibeltext zur Grundlage habe. Das Psychologische, das ist ja auch gut, aber das ist nicht so mein Stil, das mag ich nicht so. Was heißt mag ich nicht so? Ich finde es ja auch wichtig und finde es auch gut und richtig, aber das liegt mir nicht ganz so. Und ich habe dann mal versucht, in der Bibel etwas zu recherchieren. Das Erste, was ich da mache, ich habe also dazu so eine große Bibelkonkordanz, die Elberfelder Bibelkonkordanz, die ist ja sehr genau. Und ich habe gestaunt, Freundschaft oder Freund, da ist wirklich bloß eine Spalte von, glaube ich, 1972 oder so. Also eine Spalte. Ich habe es vergessen, wie viel Prozent das sind. Das ist auch egal. Ja, eine Spalte, wo ich gedacht habe, okay, ist das wirklich so relativ unwichtig, Freundschaft? Dass dieser Begriff nicht wirklich so vorkommt? Interessant fand ich, als ich die Bibelstellen durchgegangen bin, der Apostel Paulus verwendet dieses Wort zum Beispiel überhaupt nicht. Da kommt es nicht vor in keinem seiner Briefe. Ich sage, woran liegt das? Warum ist das so? Warum ist das so? Jesus selbst verwendet den Begriff auch nur ganz wenig.
Meistens in Gleichnissen, wo Geschichten erzählt, wo Dinge versucht deutlich zu machen. Ich glaube, die biblische Kernaussage, die trifft zuerst die Vertikale, also diese senkrecht, diese vertikale Richtung, dass Gott mit uns Gemeinschaft will. Und es breitet sich dann natürlich zur Seite aus. Ja, es breitet sich dann natürlich zur Seite aus, dass wir Gemeinschaft untereinander pflegen. Und die zwei wichtigsten Gebote, Jesus wird ja mal gefragt, oder Jesus fragt ja mal so einen jungen Mann, ja, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das macht diese beiden Richtungen auch sehr deutlich. Ganz anders ist es im griechischen Denken. Jetzt bin ich schon wieder bei Psychologie, aber das muss ich jetzt nur kurz erwähnen. Im griechischen Denken, Aristoteles hat der Freundschaft eine Kernkompetenz verliehen. Der hat gesagt, ohne Freundschaft geht es nicht. Ja, und dann wurde mir auch klar, okay, woher kommt das, dass wir auch so über Freundschaft, dass Freundschaft so wichtig ist. Ja, dieses griechische Denken, das beeinflusst uns ja auch. Ich will das nicht werden, das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Aber das hat mir deutlich gemacht, okay, vom biblischen Befund her, diese Tatsache, wie wir Freundschaft verstehen, die gibt es natürlich. Aber wir finden nirgendwo eine Stelle, wo es sagt, du sollst dem Freund ein Freund sein. Und da werdet ihr euch vielleicht jetzt wundern, ja, warum will denn der über Freundschaft predigen, wenn der so jetzt das mal so ausführt. Aber vielleicht, denke ich, kommen wir noch dahin, wo wir hin wollen. Ich bin gespannt. Matthias hat mir vorgeschlagen, in dieser Predigt auf das Leben des Dörfes zu schauen. Er hat mir drei Personen da mitgegeben und gesagt, das könnte ich mir gut vorstellen, dass die über Freundschaft von Dörfe zu Samuel spricht, zu Jonathan, zu Nathan. Er hat gesagt, okay, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gestern Abend habe ich dann noch mal eine ganze Reihe rausgestrichen und ich glaube mal, ich komme trotzdem mit der Zeit nicht hin. Und David ist ja eine Person in der vorchristlichen Zeit, die ist etwas ganz Besonderes. David ist ein Tausendsassa und es war wirklich am besten, ihn zum Freund zu haben. Eine Feindschaft mit David war in dieser Zeit eher unbedingt zu vermeiden. Über die Freunde von David wird nicht viel geschrieben. Wenn er reinschaut und sucht, ihr werdet zwei Namen finden, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal Husai, sein Berater, und dann der König Hiram, das war ein Ausländer. Ansonsten, mit Freund bezeichnet er auch niemand anderes. Wir wissen, der Jonathan, das war wirklich ein Freund für ihn, aber ich glaube, das war für ihn mehr als ein Freund. Das war so ein Herzensfreund, so ein Bruder, so ein... Ja, ich glaube mal, die waren ein Herz und eine Seele. Das war was ganz Besonderes auch. Ja, wir können es gut als Freund auch sehen. Die Geschichte kennt ihr, lest sie euch vielleicht auch nochmal. Ich möchte auf einen Punkt nur eingehen, und zwar auf die Beziehung von David zu Nathan, zu dem Prophet Nathan. Und als 2. Samuel 5 dann, als David Erfolg hatte, er war über ganz Israel König, Israel und Juda, die Nord und Süd, das war alles unter seiner Regierung, unter seinen Fittichen. Er saß in Jerusalem und war ein sicherer König. Ihm wurde Sicherheit gewährt. Und wir kennen in diesem Zusammenhang ja seinen ganz tiefen Wunsch. Jetzt sitze ich in dem Haus, ein Haus aus Stein, andere haben Lehm hinten, ich habe Stein. Und Gott in dem Zelt, das geht nicht. Und wir wissen auch, dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, okay, mach das, tu das, das ist gut, das ist richtig, das ist super. Aber Gott kommt in der Nacht zu Nathan oder spricht zu Nathan und sagt, okay, du musst nochmal hin zum David. Das geht nicht. David hat zu viel Krieg geführt. Er kann mir kein Haus bauen. Nee, das geht nicht. Das ist jetzt nicht dran. Es sind andere Dinge, die dran sind für ihn. Nathan geht auch diesen Schritt. Es wäre ja das Einfachste gewesen, zu sagen, okay, ach, lass einfach mal werden, wie es wird. Nathan geht wieder hin und sagt dem David das.
interessanterweise, man hört von David in diesem Bibeltext keine Erwiderung. Er sagt nicht, ja, gestern hast du doch noch ganz anders gesprochen, was fällt denn dir ein, dann schlaf noch mal eine Nacht drüber und dann werden wir ja sehen, wie es also wird. Nathan ist für David ein wichtiger Wahrheitsfreund. Ja? Nathan sagt David die Wahrheit. Im Vorfeld meiner Predigt habe ich dann auch an verschiedene Leute eine Mail geschrieben, also an einige, die ich also in meiner Adressliste drin hatte, und habe sie gefragt, was versteht ihr wenn unter Freundschaft, wenn ihr das in einem Satz sagen sollt. Es kommen also etliche Rückmeldungen. Manche haben geschrieben, okay, ein Freund ist einer, auf den ich mich verlassen kann, der da ist. Und so etwas zu erleben, hat einer auch formuliert, ist ein Geschenk. So etwas zu erleben, ist ein Geschenk. Anderer Teil hat es so formuliert, ein Freund ist einer, der mich annimmt, wie ich bin, aber mich auch herausfordert. Und die dritte Gruppe, das waren nicht sehr viele, die haben geschrieben, ein Freund ist ehrlich. Einer meiner Neffen, den ich sehr schätze, der hat geschrieben, ich finde es wichtig, dass mir mein Freund ehrlich seine Meinung sagt. Auch wenn er weiß, dass ich anderer Meinung bin und mir so vielleicht eine andere Sichtweise ermöglicht. Die Qualität und die Tiefe von Freundschaften erleben wir in schwierigen Zeiten. Ich glaube, so war das auch bei König David. Als Grundlage für diesen Gottesdienst, als biblische Grundlage, haben wir einen Text aus dem zweiten Buch Samuel. Wir werden den heute in zwei verschiedenen Ausführungen hören. Ich will euch das versuchen, auf meine Art vorzulesen. Vielleicht gelingt mir es. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme, der hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und dann näherte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht übers Herz, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes, richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. So wahr der Herr lebt, dieser Mann ist ein Kind des Todes, der so etwas getan hat. Und dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat. Da sprach David: Du bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König in Israel gemacht. Ich habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig? Will ich dies und das noch dazu tun? Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn hast du umbringen lassen durch das Schwert der Ammoniter.
Nun aber soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen. Nun aber soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel im Licht der Sonne. Wir hören den Bibeltext jetzt nochmal. Sandte den Propheten zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: David, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf: So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen: Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Taten spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Vielen Dank. Nathan
kommt zu David, er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern er erzählt ihm diese brisante Geschichte. Und es ist interessant, die eigenen Fehler, unsere eigenen Schwächen, die entdecken wir ganz oft zuerst beim anderen und regen uns darüber auf. Manchmal auch über unsere eigenen, aber das stört uns dann oft so sehr. Ein Freund oder ein Bruder, so kann man es auch sagen, sagte ehrlich seine Meinung. Aber glaube, er spielt sich nicht als Richter auf. Er setzt sich nicht auf diesen Stuhl und urteilt oder verurteilt dich. Sondern ein Freund tritt dir entgegen. Ein Freund ist für dich da. Ich glaube, das ist eine Spannung in unserem Leben. Das erleben wir subjektiv sicher sehr, sehr verschieden. Und David hat sicher, als er da explodiert ist, sehr richtig reagiert. So was geht ja nicht. Natürlich geht das nicht, dass jemand so reagiert. Und ich glaube, wir sind da manchmal auch blind für uns selbst. Ja? Wir meinen, alles, was mir gut tut, alles, oder wir empfinden Dinge gut, die uns Spaß machen, die uns scheinbar vorwärts bringen, die uns gut tun. Das ist so manchmal dieses innere Gefühl, was unter der Beurteilung von verschiedenen Situationen dahinter steckt. Und als schlecht empfinden wir Dinge, die uns unsere Persönlichkeitsentfaltung hemmen. Und manchmal ist das wirklich eine Diskrepanz. Natürlich wollen wir gern die Weisen und Klugen und die Gutbetuchten sein. Das sind ja die Typen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, die gute Freundschaftsgaranten sind. Das sind die, auf die man sich dann am Ende doch verlassen kann, denen es so richtig gut geht. Die Versager, also in unseren Augen die Versager, die sind doch oft der Freundschaft nicht wirklich wert. Ja, wir haben Angst, okay, die könnten uns ja auch herunterziehen. Die können uns zu Dingen animieren, die wir vielleicht gar nicht wollen. Dann bröckelt ja meine Attraktivität, wenn ich mich mit denen einlasse. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz kleiner Schritt, jemand oder einen Versager, einen, dem es nicht so gut gelungen ist, zu verurteilen. Das ist ein ganz kleiner Schritt, aber es ist ein großer Schritt, ihn zu gewinnen. Ich glaube, Menschen, die uns besonders nahe stehen, die können uns auch besonders tief verletzen. Und ich glaube, Nathan hat gelitten unter der Situation. Das war ja vermutlich ein offenes Geheimnis im Palast. Keiner hat darüber gesprochen, was da passiert ist vorher. Ja, dass David Ehebruch getrieben hat. Dass David einfach sich die Frau eines anderen genommen hat. Und dass er den Uriah umbringen lassen hat. Seinem Neffen war es, glaube ich, egal. Gesagt hat, okay, geht an der Mauer ran, dann zieht euch zurück, dann wird er erschossen. Wie grausam wir Menschen sein können. Ja, und so, glaube ich, ist es in unserem Leben. Und Nathan hat unter dieser Situation sicher lange gelitten. Ja, und wir denken manchmal so kleinkariert. Wir denken manchmal so kleinkariert. Und ja, so wie diese Jacke, und ich lege sie gleich mal ab. Das ist, ja, wir denken so kleinkariert und meinen, das ist es. Wir müssen uns doch an die Abmachung halten. Wir müssen doch das tun, was jetzt unbedingt dran ist, was auf dem Programm steht. Manchmal brauchen wir aber, glaube ich, die Freiheit und die bunte Vielfalt, die Gott in unser Leben hineinschenkt.
die Gott in unser Leben hineingibt, diese Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, die uns miteinander verbinden darf, verbinden wird. Paulus nennt es ja nicht als Option. Wer gibt uns das Recht, Richter zu sein, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen? Wer gibt uns dazu das Recht? Wer hat von euch das Recht, auch in seinem Herzen jemand anders zu verurteilen? Wer hat von euch das Recht? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, haben wir ein Recht, dass uns andere nicht verurteilen? Da wir uns diese Frage stellen, das ist ja noch viel schwieriger. Ich habe nicht das Recht, dass ihr denkt, was der da für ein Blödsinn erzählt. Wie abgehoben das klingt. Ich habe nicht das Recht, dass ihr das nicht denkt. Wenn ihr das nicht denkt, dann ist es für mich ein Vorrecht. Es ist ein Geschenk. Dann ist das gelebte Liebe. Von Jesus hat mir auch sehr unterschiedlich gedacht. Wenn man in die Bibel schaut, ja, Freund der Zöllner und Sünder, Weinsäufer. Ja, weiß da nicht, was diese Frau gemacht hat, er lässt sich von ihr anfassen. Von der religiösen Elite wurde Jesus auf diese Bank gestellt. Ja, tauge nix. Das kann nicht Gottes Sohn sein. Wer so lebt, wer sich so verhält, wer mit solchen Leuten Umgang hat, der kann doch kein Christ sein. Das geht doch nicht. Und das ist echt eine Spannung. Ja. Es ist ja einfacher. Es ist ja einfacher zu sagen, okay, es gibt eine rote Linie. Ich treibe das jetzt mal bewusst auf die Spitze. Es gibt eine rote Linie. Alle, die in die EFG Längenfeld gehen, die sind gut und alle, die nicht da reingehen, die sind schlecht. Es weiß jeder von uns, dass das nicht so ist. Aber bin ich nicht manchmal so als Mensch, dass ich mich auf diesen Stuhl setze und genau dasselbe denke? Und genau dasselbe denke? Ich glaube, Nathan hat sehr gelitten unter dem, was er David sagen musste. Deswegen haben wir das abgesprochen, dass ich das als Richter spreche, weil ich weiß, dass es in mir drin steckt, weil ich weiß, dass diese Wurzel irgendwo noch vorhanden ist manchmal. Ja? Wir haben jetzt mal ein Bild so gesehen und da hat jemand gesagt, Du musst alle Wurzeln herausnehmen. Du musst alle Wurzeln herausnehmen. Als es darum ging, einen Platz frei zu machen für neue Gewächse. Du musst alle Wurzeln rausnehmen. Alle alten Wurzeln. Nachfolge heißt, leben wie er, da gibt es auch ein Lied davon, glaube ich, und lieben wie er. Und vielleicht heißt es auch manchmal Nachfolge, leiden wie er. Leiden wie Jesus. Und ich erinnere euch nochmal an das Bild dieser Wüstenrose. Die braucht eigentlich zum Erblühen eigentlich nur eins. Regentropfen von oben. Dieses frische Wasser, was auf sie hinauffällt, dass der Same ausfällt, dass der Same ausfällt und Wurzeln schlägt und mit einmal aufblüht. Natürlich ist es schöner, wenn ich als Wüstenrose inmitten einem Rosenfeld lebe und nicht alleine irgendwo als alleinige Rose mitten in der Wüste, ja, wo sie keiner sieht, wo man Gemeinschaft hat. Aber eigentlich braucht
die Rose das Wasser von oben. Und nicht dieses abgestandene Wasser aus dem Deich oder aus dem, das abgestandene Wasser der Religiosität, sondern diese vertikale Beziehung, die muss stimmen. Und die Richtung muss auch stimmen, ja? Dass Jesus in unser Leben hineindringt. Und dann geht es zur Seite. Dann wird es zu einer Ebene werden. Für David und für Jonathan war die Situation nicht leicht. Aber ich glaube, wir brauchen Herzensfreunde und Wahrheitsfreunde, die uns gelegentlich auch mal einen Eindruck vermitteln und sagen, du, mein lieber Gottfried, ich sehe das eigentlich ganz anders. In der Bibel steht, der Geistliche beurteilt alles. Aber ich glaube, ob wir das richtig leben, was dieses Wort heißt, das dürft ihr selbst verurteilen. Ja? Das ist eine Sache, die für euch dran ist. In Beziehung zu oder Menschen, wenn die in einer Beziehung miteinander leben, nennen wir es Freundschaft, dann ist es, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Aber diese Qualität der horizontalen Beziehungen, die wird bestimmt durch unsere Qualität der vertikalen Beziehung, der Beziehung zu Gott, der Beziehung zu unserem Herrn. Jesus sagt, lernt von mir. Nehmt einfach mein Joch. Tut das, was ich getan habe. Ein guter Bekannter, wenn ich den alle paar Jahre mal sehe, der hat mir zurückgeschrieben, Freundschaften zu bauen geht langsam. Sie zu erhalten kostet. Dennoch sind Freunde allen Einsatz wert. Die Freunde dem Freund, der Fokus, denke ich, ist entscheidend. Wir haben manchmal so den Eindruck, es geht doch eigentlich um mich. Ich will doch vorwärts kommen. Ich will doch gut dastehen. Ich brauche Connection, damit ich also das erreichen kann, was ich erreichen will. Die Freunde dem Freund, der Fokus ist anders. Ich bitte für den anderen da. Menschen sind füreinander da. Ich möchte euch dazu ermutigen, ein Wahrheitsfreund zu sein. Angelika hat den Text ja weitergelesen als ich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe es bei der Strafpredigt belassen. Im Vers 13 heißt dann, und David bereut das, was er getan hat. David lässt das los. Ich glaube, wir müssen manchmal auch Dinge loslassen, die uns vielleicht angewachsen sind, aber die uns Mühe machen. Und Nathan im Satz drauf sagt, okay, so ist auch diese Sünde von dir genommen. Nathan spricht ihm diese Sündenvergebung zu. Ich glaube, das ist so eine ganz wertvolle Sache für uns. Diese Wirkung des Heiligen Geistes, die Autorität des Heiligen Geistes, dem anderen zuzusprechen, diese Sünde ist dir vergeben. Diese Sünde, die muss dich nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Ermutigung, ja, wenn wir versagen und uns das einander eingestehen, diese Ermutigung von anderen, die sagen, das ist doch vergeben, das ist doch unters Kreuz gebracht. Und manchmal muss man das immer wieder bringen. Es sind Prozesse in unserem Leben. Es ist nicht so, wenn ein Kind geboren ist, dass es ein fertiger Mensch ist. Es darf sich entwickeln, es darf groß werden, es darf dazulernen. Und mit unserer Neugeburt in Christus sind wir auch Menschen, die sich weiterentwickeln dürfen, die nicht an einem Platz stehen, an einem Punkt stehen bleiben müssen, ja? Die nicht an einem Punkt ihr Leben fristen müssen, sondern die vorwärts gehen dürfen. Ich glaube, das ist ein Vorrecht. Wir haben kein Recht darauf, dass es gelingt, sondern es ist ein Vorrecht, das uns Gott gewährt, das uns Gott gibt, weil er uns begleitet. Freundschaft heißt also nicht blind zu sein und dem anderen nach dem Mund zu reden. Freundschaft heißt, ein Wahrheitsfreund zu sein. Wir haben kein Recht, ein Richter zu sein, aber wir haben manchmal das Vorrecht, Dinge und Situationen einschätzen zu dürfen, einschätzen zu können.
Und das ist manchmal für unser Leben auch eine Last. Menschen zu sehen, die leiden. Menschen zu sehen, die Schweres tragen und nicht helfen zu können. Michael hat es erzählt vorhin, ja, von seinem Arbeitskollegen, wo er einfach nur beten kann. Aber ich glaube, das ist ein großer, großer Schatz. Wir können das Herz nicht verändern. Nathan konnte das Herz von dem David nicht verändern. Veränderung kann nur Gott schaffen. Ich glaube, in diesem Punkt, dass ich finde, ist es so wertvoll an Gemeinde. Wir können füreinander da sein. Und wenn uns das gelingt, zu sagen, ich bin für die anderen da, entgegen dem, was wir in unserer Kultur, in unserer Umwelt ja erleben, die anderen müssen für mich da sein. Ja, ich habe doch ein Recht auf das und jenes. Ja. Wenn uns das gelingt, wenn wir dazu die Freiheit kriegen, sagen, okay, ich bin für andere da, dann kann Großes geschehen. Ich habe einen meiner lieben Schwager mal eine Geburtstagskarte geschrieben. Da habe ich sinngemäß so geschrieben, ich weiß noch ziemlich genau, also den Satz, den ich draufgeschrieben habe, liebe deine Geschichte, denn es ist Gottes Weg, den er mit dir gegangen ist. Ich glaube, das war eine harte Nuss für ihn, weil es für ihn, glaube ich, nicht immer einfach war. Aber hat sich dann irgendwann mal bedankt. Und wir haben erlebt, es gibt Veränderung. Und das ist einfach, ja, so Mut macht zu erleben. Gott macht dir was deutlich und du sagst eigentlich, sowas kann ich dem nicht schreiben. Was wird er von mir denken? Wird er denken, der weiß es wieder mal besser. Aber Gott legt uns eine Last auf. Und dann gehorsam zu sein. Dem Nathan und dem David hat es geholfen. Ja? Nathan ist gegangen. Auch mit dieser unangenehmen Botschaft. Und das, glaube ich, ist so wertvoll. Und ich glaube, es gibt viele Situationen in meinem Leben, wenn ich mich so umschaue, wo ich etliche von euch auch verletzt habe. Durch unbedachte Worte. Durch vielleicht auch bewusstes Ignorieren. Durch Schweigen. Vielleicht auch durch andere Lieblosigkeiten. Vielleicht auch schlecht reden. Und ich sage euch, es tut mir leid. Das ist mir diese Predigt, so Vorbereitung dieser Predigt, ist wichtig geworden, dass es nicht darauf ankommt, dass andere für mich da sind, sondern dass es meine Verantwortung ist, dass ich für andere da bin. Dass ich nicht erwarten kann, dass andere für mich da sind. Das Recht habe ich nicht. Ich habe das lange gedacht. Ich dachte, die müssen mich doch mögen, so wie ich bin. Ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die letzten Wochen waren spannend, Vorbereitung dieser Predigt. Und ich hoffe, dass dieser Prozess bei mir weitergeht, dass das jetzt nicht ein Punkt ist, wo das zu Ende ist. Ich habe jetzt hier auf diesem Richterthron eine Box. Und ich habe hier, ich denke, genügend Karten. Ich stecke jetzt symbolisch eine so eine rote Karte hier rein und sage damit, ich möchte nicht mehr Richter sein. Vielleicht ist dann in der Zeugniszeit dran, dass du sagst, okay, ich habe eine grüne Karte. Ich danke Gott, dass er mir gezeigt hat, dass er mich lieb hat. Oder eine blaue Karte. Es gibt Hoffnung für mich.
oder ich genieße das Blau des Himmels. Ihr könnt das sicher öffentlich machen, in der Zeugniszeit. Ihr könnt das für mich als auch nach dem Gottesdienst machen, könnt was draufschreiben. Ich werde das nicht lesen. Aber wichtig ist, dass ihr euch dem stellt, was euch Gott aufs Herz legt. Ich kann euer Herz nicht verändern. Das kann nur der, der euer Herz geschaffen hat und in den Händen hält. In der Bibel steht mal, prüft alles, das Gute behaltet, damit gebe ich den Ball an euch. Prüft es. Und das, was ihr gut für gut empfindet, das sorgt. Hier vorne auf der Kanzel liegen dann die Zettel. Wer das gerne machen will, hier liegen auch ein paar Stifte, wer was aufschreiben will, dann fühlt euch einfach frei, denn Gott macht euch frei.